Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Jawohl. Letztes Mal sind wir mitten platt noch ein bisschen hochgefahren zu dem einen Haus. Und dort müssen wir einen Anhänger hinfahren. Jawohl, verlassene Anhänger. Das machen wir heute mit dem guten Azov 67096. Die Zahlen sagt keiner. Adam, jawohl, Warnleucht aktivieren. Hier den Kanal abonnieren und ja, ich guck mal. Wir sind ja hier noch gerade beim Wasserturm, den wir ja errichtet haben. Und ich versuche mal irgendwie hier drüber zu kommen, damit wir hier zum verlassenen Anhänger kommen. Mal gucken, mal gucken. Also irgendwie da vorne übers Wasser, beziehungsweise durchs Wasser. Übers Wasser wäre natürlich schön. Aber wir haben keine Brücken. Und wir sind auch nicht Jesus. So, Allradantrieb aktivieren. Hier noch was Schönes kommentieren. Und wir gucken mal. Wir fahren mal so ein bisschen ans Wasser. Ansonsten müssen wir den langen Weg ein bisschen weiter nach Süden, ist es, denke ich mal, nehmen. Aber ich weiß nicht. Sieht das hier flach aus oder nicht? Ne, das sieht tief aus, glaube ich, ne? Aber da vorne müssen wir... Oh mein Gott, nein. Ja, aber komm, zieh dich raus. Ja. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob das was wird. So, da vielleicht ein bisschen dran. Problem ist nur, wir müssen hier nochmal durch so tiefes Wasser. Und, Mist. Ich glaube, das wird nichts. Weil wir da keine Bäume haben. Mist. Vielleicht hätte ich das doch irgendwo da hinten weitermachen sollen. Da ist noch so eine kleine Insel. Ach. Na gut, na gut. Wie weit ist die Reichweite davon? Okay. Mal gucken. Sind hier irgendwelche Stämme oder sowas? Irgendwas in der Art? Na gut. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Mal gucken. Okay, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Aber wir kriegen keinen Schaden. Ist okay. Solange wir hier keinen Schaden bekommen. Moment, ich wollte einmal so ein bisschen den Azov so ein bisschen drehen, dass wir da runterkommen mit der hinten, mit den hinteren Achsen. Wo ist eigentlich der Schnorchel? Haben wir überhaupt einen Schnorchel? Weiß es gar nicht. So. Über den Lastengang. Potenzial spürt das ja immer an. Ach guck mal, da vorne ist was. Oh, nice! Jawollo! Glück im Unglück, oh. Also. Hier können wir, glaube ich, rüber. Oder wir fahren hier zu dem Haus. Als schmerzlicher Verlust. Ich weiß gar nicht, haben wir den Auftrag schon? Ja, haben wir, okay. Ja, komm, wir nehmen mal den, Weg. Ja, ich würde sagen, Fortuna ist auf meiner Seite heute. Ist ja bekanntlich, das Glück ist mit den Dummen. ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Hätte ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Ah, sehr gut. Ich habe schon befürchtet, dass ich mich bergen muss und dann irgendwie nochmal hinfahren und sowas.
Aber sehr schön, sehr schön. Was ist denn das hier so hügelig? Das ist ja ganz, ganz schlimm hier. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht noch, ist, dass wir nur einen halben Tank haben. Sogar ein bisschen weniger. Aber ich glaube, ich meine, wir haben noch ein bisschen Reserven. Ich glaube, das sollten wir schaffen. Vor allem kommen wir, glaube ich, auch am Crocodile vorbei. Den hatten wir ja letztes Mal auch ganz geschickt platziert. Ich glaube, ich fahre da mal rückwärts rein. Und wenn wir schon dabei sind, wir tanken nochmal nach. So, wir ballern schon alles rein. Von den Reservetanks. So. Ja. Okay. Ja, mit dem Azov Atom zu wenden, ist natürlich auch nochmal eine Geschichte für sich. Ich meine, der ist halt lang. Ich weiß gar nicht, war der so lang wie der Twinsteer? Ich glaube nicht, ne? Twinsteer ist noch ein bisschen länger, aber ja, ist trotzdem irgendwie ein bisschen ähnlich. Jetzt ist nur die Frage, ob wir es wirklich schaffen, den Schiebeplan-Auflieger, beziehungsweise eigentlich Anhänger, hier irgendwie. Ach, guck mal, da sieht man sogar diese Spuren, wie er dann so runtergerutscht ist oder sowas. Muss mal gucken, ob wir das schaffen, den so zu ziehen. Aber das ist ja voll easy. Na gut, jetzt ist er nochmal umgekippt, aber hat sich wieder aufgestellt. Alter Falter, das ging ja voll easy. Ha! Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. So, wir koppeln an. Genau, denn der Azov Atom hat drei Frachtplätze, den guten russischen Kran hinten. Das heißt, perfekt zum Überladen. Und kann sogar noch einen Anhänger dran ballern. Das heißt, theoretisch könnte man hier wirklich diesen Tieflade-Anhänger. Hieß der Tieflade? Den großen mit den vier Plätzen. Mann, ich vergesse immer wieder, wie die heißen. Ich glaube, das ist der Tieflade-Anhänger, ne? Den könnte man noch dran machen. Dann hätte man sieben Frachtplätze. So, und was ist das hier eigentlich? Hier ist nichts. Ist das ein Abgabebereich dann? Ich glaube schon, ne? Muss es ja. Achso, warte mal. Hier, den Weg einfach links weiter. Okay. Dann ist das ein Abgabebereich für irgendwas. Weil wenn es auf der Karte nicht markiert ist, dann ist es auch kein Auftrag. Also, keiner, den man annehmen kann. Oder wo man einen Auftrag... Kein Bereich, in dem man einen Auftrag annehmen kann. So. Mann. Manchmal muss man sich auch die Zeit nehmen. Und es komplett korrekt sagen. Dann gibt es auch keine Missverständnisse. Jawohl. So. Bei mir ist heute alles in Gelb. Denn ich habe Bock auf Fanta. Hat er auch schon ewig nicht mehr. Ja, beziehungsweise. Ich habe mir letztens halt auch schon eine Flasche geholt. Und jetzt die zweite. Und ja. Davor habe ich es sehr lange nicht mehr gehabt. Und ich muss sagen, lecker Schmecker. Wenn man sowas länger nicht mehr gehabt hat, ist es ganz nice. So. Wollen wir in den Lastengang gehen? Oder vielleicht in den Haargang? Na, ich glaube im Haargang geht das nicht ganz so gut. Ja, Lastengang ist auch langsam. Wir bleiben einfach in Automatik. Das scheint im Moment die beste Option zu sein. So, die Sonne blendet ein bisschen. Aber es macht nichts. Ha! Also ich hatte diese Schiebeplan-Auflieger immer so extrem schwer im
im Kopf, sondern also in Gedanken. Wie heißt es? In Erinnerung. Mann! Heute kann ich, glaube ich, auch irgendwie nicht reden. Macht nichts. Ich hatte die irgendwie so extrem schwer in Erinnerung. Aber der scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Ich meine, wir konnten den echt gut mit der Winde ziehen, hätte ich nicht gedacht. Relativ easy. Vielleicht ist der hier auch nicht... Ich weiß ja nicht, ob die Entwickler vielleicht da verschiedene Gewichtswerte zuordnen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht liegt es auch an den besseren oder damals an den schlechteren Trucks. Das könnte natürlich sein, auch sein. Aber als wir zum Beispiel in Michigan eingezogen haben, habe ich das Gefühl gehabt, dass der extrem schwer war. Und jetzt irgendwie nicht wirklich. So. Ja, ich glaube, fahren wir hier außen rum. Und dann ganz da hinten hin. Ja, eigentlich müssen wir hier auf diese Straße. Ja, da mache ich einen kurzen Abstecher. Hier zum Lagerhaus, denn die Aufgabe verlangt noch nach zwei Ersatzteilen. Stimmt, und apropos Aufgabe. Ich habe sie gar nicht vorgelesen. Mann, Mann, Mann. Verlassener Anhänger, stell dir vor, ich bin vor kurzem hierher gezogen und die Umzugshelfer haben die falsche Straße genommen. Jetzt steht mein Anhänger irgendwo da draußen. Kannst du ihn mir zurückbringen? Gegen eine Belohnung natürlich. Na klar. Machen wir. Und wir brauchen noch zwei... Wo sind sie denn? Ersatzteile. Jawohl. Einmal und zweimal. Sehr schön. So. Und das liefern wir alles zu dem Haus im Norden. So, warte mal. Jetzt will ich mir doch nochmal die Straße hier angucken. Wo würden wir dann hier lang kommen? Guck mal, wir könnten auch hier durch den Matsch fahren. Der Weg war ja gar nicht so schlimm. Den haben wir ja auch mit einem Super Heavy genommen. Und wenn wir hier weiterfahren, oder würden wir hier auch am Lagerhaus vorbeikommen? Ja. Ja, warum nicht? Komm. Der Weg ist, glaube ich, ein bisschen spannender als jetzt einfach nur zur asphaltierten Straße und da dann einfach nur der Straße folgen. Das ist ja langweilig. Wir spielen hier doch SnowRunner. Wir wollen hier ein bisschen Offroad-Action haben. Aber nicht zu viel. Ich will nicht irgendwo stecken bleiben. Ich will auch den Auftrag fertig machen. Mann, Mann, Mann. So, aber wir sind jetzt voll bepackt mit allen Sachen, die wir brauchen für den Auftrag mit dem guten Azov Atom. So, genau, an diese Steigung erinnerte ich mich. Da müssen wir gleich nach rechts. Ach Mist. Ich wollte doch eigentlich auftanken. Ich glaube, das müssen wir, glaube ich, machen. Das müssen wir leider einmal kurz machen. Weil ich möchte nicht mit leerem Tank dastehen. Vor allem auch, wenn wir am Ziel angekommen sind. Obwohl, dann werde ich wahrscheinlich den Azov bergen. Aber wir haben ja zum Glück noch hier den guten Crocodile mit Tankaufbau. So, und... Egal. Wir sind ja zum Glück nicht so weit weg. Das passt ganz gut hier. So. Sehr schön. Einmal kurz nachtanken vom Kraftstofftank zum Azov Atom und das Reparaturwerkzeug
machen wir auch ein bisschen voll. Nicht ganz, weil, wie gesagt, vielleicht berge ich den Azov Atom auch. Ja, den Crocodile können wir hier auch einfach hier lassen. Oh, Moment. Hatte kurz vergessen, dass der Truck noch nicht an war. Dann, ja, wird das nichts mit Gas geben. Anfahren am Berg, wenn der Motor aus ist. Wenn ihr das hinkriegt, dann Respekt auf jeden Fall. Jawohl. So. Genau. Mit dem Super Heavy war das hier natürlich alles ein bisschen schwerer als jetzt mit so einem Schiebeplan-Anhänger. So, Auflieger heißt er, aber eigentlich ist es ein Anhänger. Ich weiß auch nicht. Die Übersetzung oder die Lokalisation heißt es, ne? Ist ja manchmal irgendwie ein bisschen komisch bei SnowRunner, aber was soll's. So, stimmt, da hinten ist ja auch noch der International Loadstar. Den müssen wir, glaube ich, dahin bringen, wo wir gerade waren, bei diesem Haus. Wo wir über den Fluss gefahren sind, beziehungsweise durch den Fluss. Beziehungsweise uns da durchgezogen haben mit der Winde. Zum Glück hat das geklappt. Ich hatte schon echt befürchtet, dass ich da dann nochmal komplett durch Albany River fahren muss. Aber puh, zum Glück nicht. Mann, Mann, Mann. So. Und ansonsten Happy Halloween. Yes. Es ist der Reformationstag. Ihr habt frei, hoffentlich. Ich habe auf jeden Fall frei. Aber am Freitag muss ich arbeiten. Hab keinen dritten Tag bekommen. Denn ich bin ja der Neue. Da muss ich ja arbeiten. Naja, was soll's. Immerhin weiß ich auf jeden Fall, was ich zu tun habe. Und ich bin mit meinem Arbeitskollegen da alleine und wir rocken das. Wird eigentlich ziemlich chillig. Zum Glück. Ansonsten gibt es auch noch ganz gute Nachrichten für mich, für euch dann theoretisch ja auch. Ich werde höchstwahrscheinlich nochmal den Arbeitgeber wechseln. Ist noch nicht ganz offiziell. Aber sagen wir es mal so, ich bin in Gesprächen mit einer Firma, wo ich schon mal auch mitgearbeitet habe. Und ja. Ich komme wahrscheinlich zurück in den Hafen. Jawollo. Ich freue mich auf jeden Fall. Denn vom Geld her wird es theoretisch auch ein bisschen besser. Sag es mal so, mit Grundgehalt und so weiter. Theoretisch da, wo ich jetzt arbeite, würde ich mit den ganzen Überstunden und so weiter, würde ich dann mehr machen. Aber ich habe halt keinen Bock auf Überstunden. Und Überstunden kannst du da dann auch machen, höchstwahrscheinlich. Also. Ja. Aber da weiß ich dann auf jeden Fall, ich habe dann und dann Feierabend. Und nicht so wie jetzt. Jetzt fahren wir halt ziemlich viel herum und ja, manchmal ist es dann so, ja, dann mach das mal eben noch fertig. Hm, genau. Aber dass wir dann schon
2 Überstunden haben und dann noch, oder schon 2 eine haben und dann noch eine dazu machen müssen oder eineinhalb oder sowas, dann interessiert ja keinen, ne? Von den Vorgesetzten. Ist ja meistens so. Mach mal eben kurz fertig, ja. Alles klar. Mal kurz. Naja. Aber ich will auch nicht zu viel meckern. Das ist halt, also seitdem ich das Telefonat geführt habe mit der neuen Firma, beziehungsweise mit die ich halt schon mal gearbeitet habe, oder mit denen ich schon mal zusammen gearbeitet habe, wo ich dann hinwechseln werde, habe ich auf jeden Fall eine viel bessere Laune. Weil die Arbeit halt einfach eine viel bessere ist, meiner Meinung nach. Aber das ist ja halt auch alles. Das ist halt einfach alles Geschmackssache. Weil jetzt bin ich halt gerade mehr im Handwerk unterwegs. Aber ich mag die Industrie, beziehungsweise vor allem den Hafen, Containerbrücken und so weiter. Liegen mir halt einfach mehr. So, warte mal, hier sieht das nach auch einem, so einem Weg aus, oder? Ich glaube, den probieren wir vielleicht aus. Wollen ja auch ein bisschen Action haben hier. Naja, Action. Aber vielleicht mal ein bisschen was Neues. So. Na guck mal, das ist ja wirklich so ein kleiner Weg. Na cool. Also eine kleine Abkürzung. Auf jeden Fall vor Stein. Wie heißt denn das? Steinbefall? Schädlingsbefall? Nein, vor fallenden Steinen müssen wir uns in Acht nehmen. Das wäre noch abgefahren. Wenn das hier so auslösen würde, wie in Serbei zum Beispiel, bei den Steinbrüchen, wenn man da an diesen Kanten lang fährt, die dann abbrechen, das wäre abgefahren, wenn man hier dann so fahren würde und da würden da einfach so Steine abbrechen oder sowas und könnten einen erwischen und vielleicht auch sogar ein bisschen beschädigen. Das wäre eigentlich echt cool. Also ich würde das ganz cool finden. Weil dann würde es noch so ein bisschen, ja, eine gewisse Art von Schwierigkeit nochmal mit reinbringen. So, man hat hier jetzt schon einen kürzeren Weg. Ich meine, ja, der ist ein bisschen schwerer, weil er halt Offroad ist. Aber hier ist ja ein Weg. Also, so richtig Offroad ist es auch nicht. Aber dann würde da nochmal so eine kleine Gefahrenquelle sein. Muss ja auch nicht immer sein. Könnte ja so zufällig sein. Ab und zu löst sich da mal ein Stein. Und ab und zu halt gar nicht. Kann man ganz normal vorbeifahren. Und muss ja auch nicht mega viel Damage sein oder sowas. Aber dass er vielleicht mal gegen so eine Achse gegenkommt oder sowas. Und dann man so ein bisschen Federungsschaden bekommt. Gucke mal. Da oben auf der Laterne. Das ist eine Taube oder sowas. Oder eine Elster. Ha! Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist ja abgefahren. Na gut. Entweder ist das ein Bug. Oder der Vogel gehört dahin. Weiß ich nicht. Ha! Nie drauf geachtet. Aber ganz cool. So was mag ich. Genauso wie die Sonnenblumen hier. Ja, großer Sonnenblumen-Fan. Weil wie fucking, Entschuldigung, wie riesig die werden. Ich versuche ja nicht zu fluchen. Eigentlich. Aber naja. Die werden so mega riesig. Das ist richtig krass.
über 2 Meter, 3 Meter, keine Ahnung. Hat er mal einen Bekannten, der hat welche gepflanzt und dann hat er die aus dem, von seinem Haus im zweiten Stock beim Balkon hat er dran schnuppern können. Weil die irgendwie so 3-4 Meter hochgewachsen sind. Aber das ist echt krass. So, und wir müssen, apropos hoch, den Berg hier hoch, beziehungsweise diesen Weg. So, und ich versuch's nochmal einhändig, denn ich merke jetzt schon, dass ich ein bisschen ein Pappmaul habe. Also gleich auf jeden Fall ordentlich Wasser trinken. Vielleicht machen wir auch noch mal irgendwie einen Tee oder sowas. Oder einen Kaffee. Mal gucken, mal gucken. Es ist nämlich noch vormittags und ich will heute eigentlich, weil heute habe ich Zeit, 3 Folgen für nächste Woche aufnehmen. Auf jeden Fall eine. Eine ist das Mindeste noch. Aber eigentlich am liebsten 3 Stück. Sollte aber eigentlich auch klappen. Außer ich kann natürlich nicht mehr reden, weil ich trockenen Mund habe. Das ist dann ja verständlich. Also, ein bisschen gute Nachrichten. Was meinen Arbeitsplatz angeht. Das Doofe ist natürlich dann, dass ich wieder länger zur Arbeit fahren muss. Im Moment fahre ich jetzt so 5 bis 10 Minuten höchstens. Und dann sind es halt wieder 40, 45 Minuten. Aber ganz ehrlich, dann ist es so. Und ich muss auch sagen, ich vermisse es ein bisschen. Weil ich mag es eigentlich, Auto zu fahren. Und dann schön Musik hören und so weiter. Und vor allem den Weg nach Hause habe ich sehr genossen immer. Weil ich dann über Land gefahren bin. Und das hat sehr Spaß gemacht. So, hier müssen wir nicht hin. Wir müssen einen weiter. Da, Frachtverwaltung. Genau, wir müssen die Ersatzteile erstmal abliefern und dann einfach weiterfahren und den Anhänger reinballern, ne? Jawollo. Sehr schön. Verlassene Anhänger, was würde ich ohne dich tun? Danke für deine Hilfe. Hier, das hast du dir verdient. Dankeschön. Sehr schön. So, und der Platt steht auch noch. Den werde ich wahrscheinlich auch bergen. Aber ich glaube, den brauchen wir jetzt erstmal hier nicht. Ja. Es ist Abend. Perfekt, um die Folge abzuschließen. Und weil euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar und ein Abo. Und Happy Halloween. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr habt einen Brückentag. Nicht so wie ich. Schönes, langes Wochenende. Und ja, Süßes, sonst gibt's Autos. Bis zum nächsten Mal.